es ist das Kulturgut, eine Bergbahn. Und in diesem Sinn haben wir auch grosse Verantwortung in der Planung. Ich war ganz am Anfang des Prozesses. Ich war der Entwurfsarchitekt, der die Idee, die Geschichte dieser neuen Bahnen schreiben durfte, das vorstellen und auch ein bisschen Regie führen. Wir haben versucht, den roten Faden reinzulegen in all die Stationen, die vier Stationen, die wir geplant haben. Die sind unterschiedlich. Es gibt das Konzept des Licht, das durchzieht. Die Gästeführung ist sehr wichtig. Der Gast hat immer den Fokus auf den Gipfel nach oben. Wir haben die Oblichter so gesetzt, dass er immer eine klare Sichtlinie hat. Das Fachwerk, die Statik, die Lastabträgung mit den Vollstützen, das hat man harmonisiert über alle Stationen. Und das ist der rote Faden, der durchgeht und das wird der Gast erkennen. Das Gebäude ist ja immer ein Fremdkörper in der Natur draussen. Und dann haben wir es losgelöst. Es war auch das Thema, die Technik, die im Gimmelwald sichtbar war, dass man das hier auch macht und die Bahntechnik zeigt. Und die Gebäude sind viel eleganter, weil sie eben auf Betonstützen stehen, wo die Auskragung ist. Das war natürlich auch der Hintergrund, dass man dem Gast etwas Spektakuläres bietet und er ganz vorne stehen kann, die Fensterscheibe. Der Entwurf eines Projekts ist immer geprägt von äußeren Einflüssen. Also hier ist es die Berglandschaft, die Berge, die einzigartig sind. Und darum haben wir uns eigentlich wie ein Regisseur in einem Film probiert, eine Geschichte auszudenken. Und eigentlich die Geschichte ist die vom Gast, der auf das Piz Gloria geht und auf den bekannten Gipfel, wo wir eigentlich probiert haben, das zu inszenieren. In Stechelberg ist sehr speziell, oder? Wenn man denkt, wir planen die Luftseilbahn, dann denkt man, okay, von vorne geht die Gondel in die Station rein. Hier haben wir etwas anderes, da sind wir näher beim Basketball. Die Luftseilbahn die kommt durch das Dach in die Mitte der Station und eigentlich ringsherum sieht man gar nicht, wie die Bahn reinfährt, weil sie kommt durch das Dach hinein und sie geht wirklich gerade nach oben weg. Wir haben immer wieder Highlights, wir immer wieder sehr schöne, sehr spezielle Projekte machen. Die bereichern den Arbeitsalltag, sie sind herausfordernd. Und wenn man hier mit dem Bauarbeiter reden kann, der jetzt hier das Holz anbringt und sagt, doch, das gefällt mir, dann ist man auch stolz.